Heute geht's weiter in unserer Weißbierwoche mit einem Bier aus einer Brauerei. Die hat eine ganz besondere Weißbiervergangenheit. Welche Brauerei das ist, welches Bier, wir reden darüber in 6 Sekunden. Hey, schön, dass ihr dran geblieben seid und damit herzlich willkommen zur heutigen Bierverkostung. Ich freue mich, dass ihr alle mit dabei seid. An der Stelle erstmal ein kleines Entschuldigung für meine Stimme. Ihr habt es vielleicht in dem Video am letzten Sonntag gesehen. Ich habe mir bei der Austrian Beer Challenge meine Stimme ganz massiv ruiniert. Ich weiß auch nicht, wie das passieren konnte, aber ich finde sie langsam wieder. Und ich klinge vielleicht heute noch ein bisschen komisch, aber habe alles gecheckt. Ich schmecke vor allen Dingen richtig, richtig gut. Und da müsst ihr jetzt vielleicht mal ein, zwei Tage mit einer etwas merkwürdigeren Stimme leben. Ich habe heute das nächste Bier in der Weißbierwoche, die ja zum Teil schon vorproduziert war. Insofern war da die Stimme noch normal. Jetzt müsst ihr mit der Stimme leben, die ich habe. Es geht heute um ein Bier, und zwar nicht irgendein Bier, natürlich das Weißbier von Hofbräu Traunstein. Und das ist ein Bier, wo ich sagen muss, das liegt schon sehr lange auf meiner Wunschliste. Liegt daran, dass wenn ich unterwegs bin, und ich war mal in Traunstein einen Abend unterwegs und habe mir so die verschiedenen Braustätten dort angeschaut, dann versuche ich Weißbiere immer so ein bisschen nebendran zu halten, weil es einfach auch dann doch immer ein bisschen viel auch im Bauch wird. Und insofern habe ich das damals tatsächlich ausgelassen, habe aber jetzt bei meiner Recherche für dieses Video herausgefunden, dass Hofbräu Traunstein anfangs eine reine Weißbierbrauerei war, bis 1612, wenn ich das, nee, 1612 haben sie angefangen, aber da waren sie eine reine Weißbierbrauerei und waren auch 1980 weltweit die erste Brauerei mit Weißbier im Fass. Also da gibt es tatsächlich doch so das eine oder andere Weißbiertechnische in dieser Brauerei, was da auch bemerkenswert ist und auch weiter nicht verwunderlich, weil das haben auch viele Weißbierbrauereien gemeint. Sie haben einen eigenen Hefestamm für ihr Weißbier. Seit 1896 ist die Brauerei in Familienbesitz der Familie Seider. Das sind immerhin 127 Jahre, finde ich auch bemerkenswert, weil so Tradition ja auch weitergegeben werden will. Und da muss sich auch in der Familie immer einer finden, der tatsächlich weitermacht. Reden wir noch über das Bier selber. Das ist ja heute unser Star. Wir haben 5,5 Volumenprozent Alkohol, eine Stammwürze von 12,3. Soweit so normal für ein Weißbier. Und da es aus Bayern kommt, brauche ich euch über die Inhaltsstoffe nichts zu sagen. Weizen, Malz, Gersten, Malz, Hopfenhefe und natürlich das obligatorische Brauwasser. 12,3 Plato habe ich erwähnt, genau. Und dann würde ich sagen, Blick auf den Kronkorken. Ihr merkt, ich bin auch sonst noch vielleicht ein bisschen angeschlagen. Aber war sehr froh, dass es zumindest kein Corona war, was mich da erwischt hat. Oh, das riecht. Also, da haben wir zumindest schon mal eine, das kann ich jetzt vielleicht schon mal vorwegnehmen, kräftiges Hefearoma. Und während ich da was vorwegnehme, das ist jetzt wieder mal so eins der Weißbiere, wo ich vielleicht ein bisschen besser hätte aufpassen sollen beim Einschenken. Aber es muss ja auch mal wieder schlechte Tage geben und im Augenblick ist so einer. Aber wir können schon mal ein bisschen über das Bier an sich reden, weil die Hefe sich da ja schon auch ausbreitet. Wir haben eine schöne orange-goldene Farbe, schöne Hefetrübung und ein weißer, stiltypischer Schaum, also oder auch Martin-Einschenk-typischer Schaum. Viel Kohlensäure auf dem Glas zu sehen. Also da passt dann schon vieles zusammen. Jetzt gucken wir, was das Aroma sagt. Ja, das hat einfach eine fette Hefenote. Das war, immer als die Flasche aufgemacht habe, ist auf einmal hier alles voll mit so einer richtig schönen Weißbierhefennote gewesen. Getreidig, malzig, also richtig schön Weizen auch mit dabei. Und dann ist so eine schöne unterschwellige Fruchtnote. Banane ist mit dabei, aber es ist auch so ein bisschen Steinobst, hätte ich jetzt gesagt, mit am Start. Also macht schon mal richtig Lust. Ich würde sagen, wir probieren es einfach. Sehr zum Wohl. Cheers. Das ist jetzt spannend, weil tatsächlich viele Dinge aus dem Aroma sich im Bier gar nicht wiederfinden, beziehungsweise Dinge, die im Aroma ein bisschen schwächer waren, viel, viel stärker sind. Und worüber rede ich? Ich rede über die Banane. Die war im Aroma gar nicht so stark. Jetzt aber im Geschmack so eine richtig schöne, reife Banane mit dabei. Ich habe es auch nicht so als süßlich empfunden. Das Bier ist, also jetzt nicht big süß, aber es ist durchaus mit ein bisschen mehr Süße gesegnet. Schöne, leichte Hopfennote. Von dem habe ich auch in der Nase wenig gemerkt. Angenehme, kräftige Karamellnote.
schön angenehm Weizen, weich im Mund. Es ist dann nicht so mastig, wie ein Weißbier sein kann. Ich will jetzt nicht sagen, dass es jetzt übertrieben schlank ist, aber es ist eher so ein bisschen auf der zurückhaltenden Seite. Kräftige Hefe, auch die ist jetzt big be fine da. Und insgesamt ist es ein Bier, was ich finde, was schöne Balance ist. Angenehme, leichte Fruchtigkeit. Und jetzt kann ich auch hier den Rest dann ins Glas bringen und damit noch die ein oder andere Hefenote verstärken, nehme ich an. Aber das braucht es eigentlich gar nicht, weil das war schon sehr, sehr ordentlich. Aber auch die Schaumstabilität. Also muss ich mal sagen, da ist vieles richtig gemacht worden. Der Körper ist jetzt eher so auf dem unteren Ende der mittleren Skala. Also schlanker bis mittlerer Körper, können wir einfach mal so da stehen lassen. Eine schöne, feine, spritzige Kohlensäure und allein schon am Schaum könnt ihr sehen, das ist eine richtig schöne, ja, weiche und cremige Textur. Und der Nachtrunk ist immer noch ein bisschen süßlich. Jetzt kommt lustigerweise im Nachtrunk die Nelke ein bisschen auf. Weizen ist mit am Start und halt eben auch so dieses leichte Bananige, aber auch eher so ein bisschen Steinobstige, ist dann hier auch im Nachtrunk zu finden. Ich muss ganz ehrlich sagen, ein schönes Weißbier, was ein bisschen leichter auf der Brust ist. Das hätte ich dann auch bei meinen abendlichen Touren trinken können. Hätte ich jetzt gar keinen Bogen drum machen müssen. Habe ich auch nicht bewusst gemacht, aber ihr wisst, was ich meine. Dann kann man auch mal 0,3er Bier trinken und das beim Weißbier dann immer ein bisschen schwierig. Obwohl die es ja aus dem Fass bieten. Also, aber ich finde, es ist eine solide Weißbierprodukt und deshalb gibt es für das Weißbier aus dem Hofbräuhaus Traunstein von ProbierTV gibt es dafür 3,5 Punkte für das Weißbier aus dem Hofbräuhaus Traunstein. Dann soll es das von meiner Seite aus heute gewesen sein. Wenn ihr dieses Bier kennt, anderer Meinung seid oder der gleichen Meinung, wir können gerne darüber diskutieren hier unter dem Video. Würde mich freuen, wenn ihr vor allem ein Abo da lasst. Das könnt ihr ebenfalls da unten dem Knopf tun. Und dann sehen wir uns morgen wieder, vielleicht mit ein bisschen besserer Stimme. Wir werden sehen. Bis dahin sage ich Tschüss, Papa, Servus, Prost und Ahoi. Cheers.